geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus dem LS22 vom Landhof, meinem höchstpersönlichen Realismus-Selbstversuch. Ja, ich mache mal wieder hier so ein kleiner Disclaimer, natürlich für diejenigen, die sich auskennen mit der ganzen Geschichte. Ich habe bis dato absolut casual hier den LS gespielt, mehr Fun als sonstiges. Jetzt versuche ich mich doch mit dem einen oder anderen mal so auseinanderzusetzen. Und dieses Let's Play möchte ich dazu nützen, euch so meinen Weg ein bisschen an die Hand zu geben und vielleicht auch ein oder andere Kniff und Trick von euch zu übernehmen. Ich habe in der letzten Folge angefangen, hier das Feld zu drillen und aktuell sieht es so aus, dass wir hier soweit mal alles angedrillt haben. Ich mache jetzt so ein bisschen das Vorgewinde. Ja, was soll ich sagen, ne? Es passiert halt immer mal wieder, dass eine Lücke frei bleibt. Hier habe ich aus Versehen den Spurreißer geöffnet. Ich hätte es jetzt, na klar, alles verschönen können und hier das Ganze vertuschen im Off, aber das will ich nicht. Ne? Ihr sollt es na klar auch sehen. Auch ein kleines Kind fällt mal hin und lernt das Gehen Stück für Stück. Und genau so soll es auch hier in diesem Let's Play funktionieren. Heißt, wir machen jetzt zweimal noch kurzes Vorgewinde. Wir fahren schon mal gleich los, bevor hier die Kirche nur noch mir auf die Barrikade gängelt. So. Loch zu. Handbremse. So, ich habe hier übrigens den Realism Add-on Gearbox auch mit reingenommen. Um das Ganze noch ein bisschen authentischer zu machen. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Gas gehe, fährt er trotzdem weiter vorwärts. Ich habe allerdings keine Kupplung drin. Ne? Bedeutet im Umkehrschluss, die Möhre wird mir hier auch nicht irgendwie absaufen. Wir wollen Stück für Stück in das Ganze rein. Ich will mich nicht auf einmal überfordern. Nicht so, dass ich dann wahrscheinlich keine Lust mehr habe. Ne? Deswegen Stück für Stück machen wir das Ganze. Denn der Spaß soll trotzdem weiterhin im Vordergrund bleiben. So, die Horsch aus dem Horsch DLC. Macht Spaß, muss ich echt sagen. Es ist ein schönes Gerät. Und dann gucken wir jetzt gleich mal unseren Status hier an. So, können wir das gute Stück mal ausmachen. So, Handbremse. Hat ja sein müssen, ne? Schauen wir mal kurz in unser Tablet rein, was wir denn jetzt alles herausfinden können. Wir sind in der ersten Wachstumsstufe. Das ist soweit in Ordnung und logisch. Jetzt sehe ich hier, es müsste gewalzt werden. Macht das Sinn? Also ich könnte es mir jetzt so einreden. Wenn ich bei mir im Garten den Rasen frisch ansehe, dann streut man den ja aus und drückt dieses Saatkorn dann fest mit dem Boden, dass sich das fest mit dem Boden verbindet und somit der Rasen dann besser keimen kann. Kann ich da von euch einen Check in die Kommentare bekommen, ob das so richtig ist? Ich hoffe mal. Ansonsten können wir hier mal nichts raussehen. Hier sehen wir nun, wir haben 668 Liter Saatgut aktuell verbraucht, sind 0,2 Tonnen. Hat uns gesamt 601 Euro gekostet. Heißt, wir sind aktuell immer noch im Minus mit 2544 Euro. Jedoch sehen wir hier, dass sich jetzt nun was an unserer Bewertung verändert hat. Jetzt weiß ich nur nicht, warum er hier 56 sagt. Ach, kann es sein, dass es der Durchschnitt aus allen Feldern ist? Das könnte ich mir vorstellen, dass das hier der Durchschnitt ist. Und hier sehen wir die 62. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie weiter reinzoomen könnte. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, für uns erstmal relevant. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, auf einem richtigen Weg an der Stelle. Gut, dann gehen wir mal zum Hof. Haken unser gutes Stück ab. Ja, und wenn ihr das Video seht, müsste rein theoretisch unten in der Videobeschreibung eine Modliste verlinkt sein. Ich möchte auch hier nochmal ganz kurz betonen, ich bin PC-Spieler.
deswegen verwende ich selbstverständlich auch Mods, die für mich zur Verfügung stehen. Ich kann nichts dafür, wenn die auf Konsole nicht verfügbar sind. Da kann auch Giants nicht dafür. Das ist halt so das Thema Skript. Lässt Sony und Konsorten einfach ungern zu, beziehungsweise gar nicht. Und deswegen empfehle ich immer wieder, wenn es möglich ist, auf den PC zu wechseln. Ich verstehe es aber auch, wenn es sich nicht jeder einfach leisten kann. Oder auch, ne, es gibt auch die Fraktion, die es einfach nicht will. Die abends heimkommen, ganz gemütlich am PC, beziehungsweise in dem Fall auf der Konsole zocken wollen, auf dem Sofa. Und dann ist das für diejenigen in Ordnung. So, waschen tue ich jetzt mal noch nicht. So einen Waschtag legen wir mal noch nicht ein. So. Schönes Gerät, die Pronto 3DC. Gut, dann würde ich mal eine Walze noch organisieren wollen. Was kostet denn so ein Spaß? Wir haben hier irgendwo Walzen. 41.000. Ganz schön ordentlich, ne? Jetzt habe ich aber gedacht, war da nicht bei Sonstiges auch noch so eine Art Walze drin? Oder hatte ich das als Mod? Ich glaube, das hatte ich als Mod drin, ne? Ich kenne das so von früher, diese Metallwalzen, ne, wenn die durchs Ort gefahren sind, dass es gescheppert hat ohne Ende. Ja, nun gut. Dann werden wir uns nochmal ein bisschen verschulden müssen. 42.000. Ich hätte sie eigentlich auch mieten können, ne? Pass auf, wir machen es anders. Wir wollen ja, so gut es geht, auch ein bisschen wirtschaftlich agieren. Was kostet das Ganze zu mieten? Walze, da reicht die kleine. Konfigurieren. 160 PS, sollte kein Problem sein. Mieten für 2000 Euro. Machen wir. Gut, dann... Ah, der Händler hat sie schon hergeliefert. Wunderbar. An der Stelle, super. Ich glaube, ich mache den gleich am besten gleich raus, weil sonst vergesse ich es wieder. Ihr habt mir auch ebenso empfohlen, den Pachtmod mit reinzunehmen. Gerade in Bezug auf unser Waldstück, damit wir das pachten sollen. Und es macht, na klar, auch Sinn, das Ganze, ne? So. Also, dann gehen wir mal auf das Feld. Das reicht uns wahrscheinlich nicht. Bevor wir hier in die Bredouille kommen, setzen wir lieber einmal zurück. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. So, los geht's. Ja, im Endeffekt ist ja so, ich sitze hier in dem Moment und versuche das Ganze irgendwo für mich handelbar zu gestalten und nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden, unnötige Arbeitsschritte einfügen und so weiter und so fort. Aber ich bin auch irgendwo gerade, ja, alleine hier, ne? Auf mich alleine gestellt. Heißt, ich könnte es mir jetzt ja hier einreden mit der Walze, wie das funktionieren kann, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Am Ende des Tages, wenn das Video released wird, wissen wir es dann alle, ob ich richtig agiert habe oder nicht.
Wäre es eigentlich möglich, GPS nachzurüsten für so einen Schlepper? Ich glaube schon, ne? Ist jetzt nicht so weit hergegriffen. Dass man, klar, ob das Sinn macht, ist jetzt nochmal eine andere Frage, das in so einen Schlepper einzubauen, aber das müsste doch möglich sein, oder? So, bereiten wir uns mal wieder vor. Hey, ich glaube, ich hole eine Gemeinde-Flatrate mit ungefahren Schildern. So, dann lass mal sehen, wie groß du bist. Ja, auf jeden Fall eine ordentliche Arbeitsbreite, ne? So, dann lassen wir das gute Stück mal ab. Ich bin so gespannt, ob das auch wirklich einen Dauk hat. Bevor wir irgendwas falsch machen, kontrollieren wir lieber erstmal. Wir gucken uns am Boden an, was passiert, wenn wir da drüber gehen. Wir haben immer noch Gerste im Wachstum. Er ist gestriegelt, Unkraut wachsend. Also da müssen wir dann irgendwann vielleicht mit dem Striegel drüber. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Dann schauen wir noch ganz kurz rein, was ich aus dem hier lesen kann. Der müsste ja hier... Jo. Das, also ich glaube, ich habe es soweit richtig gemacht, ne? Also bis dato fühle ich mich mal noch auf der sicheren Seite. Guess I hope. So, los geht's. So, und das finde ich jetzt halt bei dem Schlepper so gut. Im Vergleich, im Verhältnis zum Fendt, der hat ja so dermaßen hochgedreht. Und der hat, finde ich, so einen richtig schönen Arbeitsgang. Drehzahl, Ton, wenn man das so nennen kann. Ich meine, ich bin ja Autofahrer nach Gehör. Ich schaue nicht, welche Drehzahl ich schalten muss, sondern das ist einfach so, so in mir, es, wie es klingen muss. Ne? So, je nachdem, ja, so reime ich mir das ganze Zeug hier auch ein bisschen zusammen. Den Feldrand vielleicht beim nächsten Mal auch so ein bisschen mehr Mühe geben, obwohl ich mir auch hier vorstellen könnte, dass beim einen oder anderen Bauer vielleicht doch auch ein bisschen was stehen bleibt. So, würde das jetzt Sinn machen, eventuell einzuklappen? Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen außen rum. Oh, so macht es Spaß, Freunde. Also es ist einfach ein anderes Spielerlebnis und ich hoffe für euch Zuschauer, ist es auch mal was anderes auf meinem Kanal. Ja, ich glaube, es wird ganz, ganz cool werden. Die Einladung ins LUWZ, also ins Lohn. Wohnzimmer vom Felix ist auch am Start. Ja gut, dann werden wir da uns mal ein bisschen blamieren. Und den ganzen Jungs mal so ein bisschen zeigen, was Chaos bedeutet. Schön, so ist gemütlich, das entschleunigt dermaßen. So habe ich mir das vorgestellt, das macht Bock. Guck mal, die Spurreißerinne hier können wir auch noch vertuschen. Ivan Fifi. Bei der Spurrinne wächst dann aber auch nichts, kann das sein? So, ich glaube, ich muss mal ein Stück zurücksetzen.
dass wir hier noch ein Stück näher rankommen. Gut. Ja, das läuft, das läuft. In aller Ruhe. Ich würde behaupten, die Walze kann doch schon am Feldrand abgesenkt werden, oder? Das brauche ich doch nicht während der Fahrt absenken, wie jetzt zum Beispiel im Flug, ne, wo ich die Geschwindigkeit mitnehmen muss, damit ich nicht irgendwie hängen bleibe oder so. Ich glaube, das wäre, glaube ich, so möglich. Ob das Gras jetzt ein bisschen platt gedrückt ist oder nicht, ich glaube, das wäre relativ relevant. Ja, ich hoffe, ihr kommt mit der Mod-Liste zurecht. Ist jetzt nichts Extravagantes, einfach eine hundsähnliche Liste mit Links. Nichts schön, nichts ja, extra, aber halt so, dass ihr hoffentlich zurechtfindet. Das meiste habe ich natürlich hier bei dem Spielstand, was den Realismus angeht. Deswegen sind es ganz viele Skripte, die im unteren Bereich sind. Auch, wie gesagt, nur für PC. Ich habe aktuell, glaube ich, 3 Schlepper drauf. Einen Alternativschlepper, den ich mir vielleicht mal noch irgendwann hole. Dann, ich glaube, 4 oder 5 Anbaugeräte und noch ein bisschen Zubehör und dann war es das schon. Ich habe ja reduziert von, boah, ich glaube, 608 Mods auf 60. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich könnte auch mal einen Gang höher schalten. Ne? Wäre auch möglich. Das ist nur ausgeliehen. Das Gerät. Gut. Und den nächsten Schritt wird dann natürlich sein, die Wiese zu kalken, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Ich weiß, da haben wir den Arbeitsgang. Ja, zumindest soll ich den nächstes Mal optimieren. Bedeutet erst kalken und beim nächsten Mal mit Gülle draufballern. Und nicht andersrum. Aber das Kind ist schon der Bolle nachgefallen. Ne? Für dieses Ingame-Jahr werden wir wohl so durchziehen müssen. Ja, und dann werden wir sehen. Also ich werde in erster Linie mich hauptsächlich erstmal um Milchbetrieb kümmern. Ob ich gleich direkt Richtung TMO und so gehe, weiß ich noch nicht genau. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon alles alleine hier schaffe und bewältige. Das kann ich noch nicht versprechen. Im Großen und Ganzen könnten wir aber auch Richtung Grassilage gehen. Ne? Ich muss ja nicht zwangsläufig Mais machen. Das tut nicht Not. Und dann, ja, denke ich mal schon, dass das was wird. Ich bin guter Dinge. Mit euch im Rücken sowieso. Da auch gerne nochmal ein Dankeschön, ne, an euch für die Unterstützung, dass ihr auch euch die Zeit nehmt und das wirklich ausführlich in die Kommentare reinschreibt. Ich lese jeden Kommentar. Die wichtigsten Kerninfos ziehe ich mir auch raus. Klar kann es auch sein, dass ich es während dem Spiel mal vergesse. Plus weil man einem was mal einmal gesagt hat, da heißt es ja nicht zwangsläufig, dass man sich das sofort merkt. Geht euch in der Schule auch nicht anders. Aber er hat sich bemüht, ne? So wie es früher immer im Zeugnis drin stand. Und ich glaube, wir sind hier auf einem guten bis sehr guten Weg. Dass es mit dem Curly doch noch was wird. Ja, ich schätze, die letzten 2, 3 Bahnen mache ich dann noch im Off. Ihr habt mal wieder ein bisschen was gesehen. Es geht weiter. Ich bin zufrieden. In dem Sinn bleibt mir eigentlich nur, wie immer, zu sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr sehen wollt, ein Abo, ein Like auf das Video. Das tut kein Zack aus der Krone brechen. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine schöne Woche.
lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht zu viel ärgern und bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.